So, was ist denn jetzt hier wieder los, du? Oh. Da ist doch Montagmorgen, hier liegen überall abgezipfelte Apachenpeitschen. Was ist denn da los? Überall Pelle. Du, was ist denn da in dem... Sag mal, Lonny. Hey, Chef. Lonny, was machst du hier? Ja, Bohnen. Die Gabi hat mich rausgeworfen. Aber ist das eine Isomatte da drin? Was machst du? Ja, klar, ich wohne hier jetzt. Wie rausgeschmissen? Ich dachte, das wäre die beste Zeit deines Lebens. Nee, die Gabi ist durchgedreht. Oh, sie hat zu viel schlechtes Zeug genommen. Wie, hat die sich jetzt da ihr Geweih weglasern lassen, oder was? Sie hat sich komplett die Lippe und die Zunge aufgebissen. Ach du meine Güte, Lonny, ja. Was ist denn mit dir los, du? Ich hab dir einen Senfschnulli gegeben, hat die gar nicht vertragen. Ja, gut, ne? Würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal. Das ist jetzt meine Toilette da hinten. Das ist so ein Kübel mit Säure. Ja, geh mal runter an Maximarkt, ne? Dann holst du mal zwei 0,33er Glasmantelgeschosse. Das sollte für den Morgen reichen, du. Ne? Und ich brauche jetzt was zum munter werden. Eine schöne Schlemmerplatte, eine schöne noch dazu. Was denn hier mit dem Doktor? Der ist doch Mediziner. Eine Bochumer Schlemmerplatte, du. Ja. Hallo, Sie sind doch Mediziner. Nee, du, das ist ein Hühnermediziner. Du erscheinst gerade zum rechten Zeitpunkt. Während laufender Bauarbeiten zufällig wurde hier ist eine Baustelle. Mittelalterliches Rüstzeug entdeckt. Nach einer kurzen Begutachtung bemerkte ich ein paar Übereinstimmungen mit unseren Klosterfunden und konnte es kaum glauben. Es handelt sich um das Schwert des Ritters am Kloster. Aufgrund der Insignien ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Er muss im Schutze der Nacht das Burgfräulein aus dem Kloster hergebracht haben. Und dann geköpft. Und dann ist er vermutlich bei dem Versuch, sie vor Angreifern zu verteidigen, in Bedrängnis geraten. Da die Restaurierungsarbeiten in der Zwischenzeit abgeschlossen wurden, werden wir die beim Kloster gefundene Ritterstatue hier wieder aufstellen. An dem Ort, an dem seine Spuren enden. Schließlich ist er Teil der Stadtgeschichte. Auch wenn unklar bleibt, was hier wirklich passiert ist. Er hat eine Frau nachts mit dem Schwert in der Hand an einen einsamen Ort gebracht. Das ist ein Porno, der schwarze Ritter und die Blondine, kenne ich. Klar, beim Verteidigen, ne? Hab ich alles geguckt. Beim Verteidigen ist er in Bedrängnis geraten, genau. Ja, da wollten vier weiße Zwerge, eingerieben in Mario, die wollten den da irgendwie Ärger machen. Oh, ich muss Sachen, wir müssen, warte. Ja, wo mein Kron? Ja, du, mach du das doch. Ja, ich habe keine Lizenz. Ich muss erstmal hier Fertigelemente platzieren, steht da. Und Spezialteile liefern. Kanalbauteile, 3 Meter. Aber, ach, das liegt schon da. Holzboxen. Holzboxen müssen wir irgendwie auf Kran. Ach, da hinten müssen wir das hinliefern, 700 Meter. Ja, hol doch mal hier so ein Oh, da brauchen wir einiges, Jung. Da brauchen wir einiges. Die hier, guck mal. B drücken. Hier, der reicht doch schon hier, der Schlappwagen. Welcher Schlappwagen, du? Oh, mal hier, zack. Da drückst du B, dann bist du schon drin. Pritschenwagen, ja, oder was hast du jetzt geholt? Ja, genau. Und wo ist unsere Baustelle hier drüben? Da kann ich doch das easy draufladen, oder? Das sind ja nur 3 kleine Kisten. Ja, aber da hättest du ja unseren nehmen können. Da hab ich ja unser altes Ding. Der Möller 4000. Der Möllermeiler. Oh, Alter. Das alte Kaiserdenkmal. Oh, Lonny. Ja, der Lonny, der macht das. Guck mal, jetzt die Kufen raus. Na, gucke da. Ich setz mich hier an eine Bierbank erstmal. Erstmal. Vor meinem Zuhause. Ey, du, ich mach hier kleines Oktoberfest, du. Ich schlaf da drauf. So, mit Pfeiltaste oben ausfahren und dann mit Pfeiltaste rechts lang machen, du. Hab schon lange nicht mehr gespielt. Bist du die da drauf? Ja, sicher, ne? Ja, oder? Ja, klar. Hier so reinziehen. Ja, jetzt schön mit links reinziehen und dann absetzen. Schön runter damit, jawohl, und absetzen, genau. Genau. So macht er das, der Lonny. Siehst du, okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. So, jetzt gehen wir nochmal ab hier und jetzt fahren wir mal rückwärts. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 genau. Genau. Genau.
Und wollte noch mal ein bisschen schneller und alle rufen nein und dann okay. Genau. Und jetzt noch mal ein bisschen schneller. Du musst es da in die Kante reinschieben, ist ja doof. Oh, komm. Das will er nicht. Du musst ja ein bisschen drehen oder so. Warte, warte, ich mach hier auf, vielleicht hast du mehr Platz. Ja, mach mal auf hier. Ja. Ja, diese. Das ja. Ging. Oh, da ist mir wieder was aufgefallen. Heute sehen ja alle so gut aus, du. Da fragen wir doch mal einen DJ Ötzi. Bup, 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 bup. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Einen Tag lang das machen, ne? Wird dafür bezahlt. Rekommandieren. Ich bezahle dafür, das machen zu dürfen. Machen ukrainische Gastarbeiter normalerweise. Nee, boah, Alter, gibt's Leute, die machen das so lange, das ist Familientradition, nur die erben das, das geht, ne, Fahrgeschäft, das wird dann vererbt, das wird dann weitergemacht. Ja, musst du so einen Glockenschwinger machen, Ronny. Ja, Lonny. So, guck, jetzt. Weiß, wie's geht. Nee, nee, warum? Du kannst das Ding noch da reinmachen direkt. So, das haben wir auch. Ja, mach noch mal lang, du. Kannst du das Ding direkt da reinheben. Das kannst du doch schnell platzieren. Warte. Nee, erst lang machen, dann drehen. Sonst ist die Kabine im Weg. Pfeiltaste nach oben. Geht nicht raus. Pfeiltaste nach oben. Ja, drück ich ja. Ja, dann steckst du fest, dann dreh nochmal nach links. Und jetzt Pfeiltaste nach oben. Ja, aber da war ja... Nee, geht nicht. Ah, jetzt macht das. Jetzt macht das. Das ist ja Sicherung, du. Wenn da die Fahrerkabine im Weg ist, da reißt du dir den Deckel runter. Und nicht wie am Samstagnachmittag dir immer einen Deckel runterreißt, ne? Wenn du, da oben... Ist wieder tight. Ah, das geht. Achso, da ist der Dachstuhl noch gar nicht in Flammen, du. Aber hier mit Teleskop. Ja, sicher. Sag ich doch, das geht von der Länge. Das habe ich doch ausgerechnet. Schlepper da mal darüber, das dicke Rohr, du. Du, da freut sich die Elspeth aber wieder, du. So ein dickes, fettes, schwarzes Rohr da bekommt. Ein graues. Siehst du gut durchblutet, du. So, war's das? Ja, das war's. Jetzt zurücksetzen und liefern, du. Ab in den Körpermodus. Ich will hier einsteigen, wieso geht das nicht? Ja, sicher, so. Aber mein Zuhause können wir sich abschleppern. Nee, das Zuhause bleibt jetzt hier. Ich hab da noch ein halbes Glas Senf und Bier. Du wohnst jetzt hier, wo der alte Ritter Fritz sein langes Schwert mit dem Burgfräulein geteilt hat. Da wollte er ja ordentlich die Furche spalten, nur bremsen. Oh. Ja, das passt. Das ist Firmenwagen. Ja, eben, das ist voll teuer. Ah ja, wir haben 1,6 Millionen, was willst du mit dem Geld doch machen? Vielleicht mal ja, Aufträge, auszahlen. Investieren müssen wir. Vielleicht mal einen Lohn das oder Das Schild so. Hängt da immer noch jetzt. Wie wär's mal mit dem Lohn? Ja, Lohn, Lolli. Ich hab gehört, andere Arbeiter werden bezahlt. Du hast einen Bauwagen gekriegt. Ja, alle anderen Arbeiter in meiner Firma, ich hab nur den einen. Ja, in anderen Firmen, beim Henning Bubatz gibt's Geld. Der Henning Bubatz, der ist mittlerweile... Ja, mit der keiner zusammen. Weiß, wo der ist. Der soll irgendwo in Thailand sein. Hat sich abgesetzt. Ja. Der hat sich den Palfinger genommen und ist... Palfinger. Den alten Meiler, den Palfinger, den PK 2702. Und hat sich damit abgesetzt, du. Für die Grenze gedüst. Raus aus Würzburg oder wo wir jetzt sind. Würzburg hat gutes Lebkuchen. Oh, Lonny, nicht so tief. Energy-Lebkuchen, kennst du das? Nicht so tief, Energy-Lebkuchen. Und Protein, ist alles mit High-Protein und... High-Protein-Energy-Lebkuchen. Heutzutage muss alles... Verkaufst du verkaufst alles gleich doppelt so gut. Weil die Leute keine Energy mehr haben und kein Eiweiß offensichtlich, wissen die nicht, ja. Wie man Ei isst. Ja, guck mal, schmeiß das doch da rein, Lonny. Ja, ja. Muss jetzt erstmal wieder hier die Hacken rausziehen. Keine Kapriolen, ne? Ich geh mal da rein. Oh, guck mal hier, ich hab hier so einen goldenen Hammer in der Gasse gefunden.
Ja, das glaube ich dir sofort. Oh, was verkaufen Sie hier? Ah, was ist das denn in so einem kleinen Beutel? Hm. Was Neues, Meth. Das ist so ein bisschen pink. Ist da etwa Koffeinpulver drin? Badesalz. So, der alte Ronaldo. Ah, die Kamera. Mensch, das sieht aber schön aus hier. So, die letzte Kiste noch, Chef. Ja, Lonny, ich gönne mir hier gerade so einen schönen Senfschnulli, aber Geflügel, ne? Ich bin jetzt auf Geflügel, Lonny. Weißt du, weil das mit dem Schweinefleisch, das hat mich auf Dauer irgendwie belastet, ne? Ich hab Muskelkater in der Schulter. Ich weiß gar nicht warum, du. Ich hab die gar nicht benutzt. Ja, das glaub ich, dass du die schon lange nicht mehr benutzt hast. So, Chef. Abgeliefert. So, jetzt Bereich Ebenen. Dann müssen wir wieder zurück zur alten Baustelle. Lager den Wagen ein, ne? Der muss eingelagert sein. Nee, den lassen wir mal hier. Nein, der muss, sonst wird er nicht repariert. Der muss eingelagert. Wieso muss der repariert werden? Die zwei Dellen. Außerdem kannst nur du einlagern. Du bist der Lagerprinz. Nee, das müsst du auch können. Wie ebne ich das wieder mit der, ja, der hier, Manndose? Ja, ich schätze mal, ne? Mit dem Schepperer hier. Warum muss ich erstmal eine anparken? Nee, ich hab einen Baggerlader, aber damit wird das nicht gehen, ne? Weiß nicht, wahrscheinlich mit einer Planierraupe? Ja, planieren, ne? Ist immer gut. Durchplanieren. Hast du eine gemietet? Ja. Wir sollten mal eine kaufen, du. Wir haben noch genügend Geld. Wir brauchen das Ding ja immer wieder. Ja, die, ja, gut. Ja, 2000. Ja, komm, ich kauf die. Ja, guck mal hier, für einen mageren Groschen hast du das Ding bekommen. So, ja. Naja, 116.000, ne? Ach so, gut, die Kasse, die kostet halt was. Die Kutikas, die kostet halt was. Die Kutikas? Die Kutikas, die kostet halt was. Bist du in der Planierraupe drin schon? Ich bin drin, ja. Haben wir zwei Stück jetzt, oder? Also, einer hast du angemietet, ja. Ach so. Das ist halt Doppelraupen. Raub ich mal doppelt. Aber jemand hat geschrieben, wir machen die ganze Atmosphäre kaputt, indem wir alles so mit so grob Methoden lösen. Wir sind so Grobspieler. Ja, so muss man eigentlich schön mit dem Bagger mühselig über 1,5 Stunden hinweg machen. Ja, nee, muss man gar nicht, ne? Aber wir sind halt so welche, wir furchen da rein, als gäbe es keinen Morgen. Ebne ich überhaupt? Nee, du. Gibt mir doch gar nichts. Okay. Ja, du musst den Dreck da in die Löcher schieben, glaube ich. Oder? Aber scheiß. Ich komme mal von hinten ran. Ich hab's aufgetürmt, jetzt musst du hinten rein stupsen. So, wie kriege ich denn da den Kameraden nach unten? So. Wenn der es reinbaggert, dauert ja ewig. Deswegen machen wir es ja zu zweit. Was machst du da hinten? Wenn du so einen normalen Bagger nimmst, eine Schaufel, so, rüber, wieder rein, aber brauchst du ja ewig. Nee, dann nippelst du dir doch einen ab, du. So, guck mal, wie das geht. Eben, da geht's doch gar nicht mehr. Geht das bei dir? Ja klar. 19%, Junge. Ja, wir müssen jetzt unsere Spuren nämlich vom Grabraub vernichten. Ja.
unsere Spuren. Hier türmt sich die Erde ein bisschen auf, du. Fahr da nicht rein, Lonny. Alles gut. Das ist der neue, den habe ich gerade gekauft. Wir müssen die... Hab ich den gekauft? Ich glaube, du hast den gekauft, oder? Ich weiß es nicht. 30%. Ich sag ja, da geht doch gut hier. Diese heldenhafte Musik jetzt gerade bei mir, naja, wieder. Ja klar, weil wir auch hochkonzentriert hier abbaggern. Männer. Männer baggern. Maschinen. Dicke Männer in dicken Maschinen mit dicken Schwängeln. Graben dicke Haufen. Nehmen jetzt mal von hinten so einen großen Hügel nach vorne. Zwei Männer und ihre dicken Maschinen. Die machen die Frauen glücklich, die niemand glücklich machen will. Oh! Ja, ich bin hier auf den Stein gelaufen oder so. Boah, der Lonny. Boah, der Lonny hat eben gerade richtig von hinten den Dreck vorgeschoben. Naja. Warte! Was machst du? Mal kurz zurücksetzen, nochmal so eine Tour. Nochmal so eine große Dreckschiebetour. Ja, aber dann wärst du doch viel schneller gedreht. Nee, da raus wülsten. Ich war schon halb wieder fahren. Ja, ich war ja schon wieder halb in der Kuhle drin. Eigentlich nichts geschafft, ne? Aber Hauptsache Prozente. Oh, guck, jetzt mache ich hier nochmal so einen richtigen Mammutschub von hinten. Ja, schieb nicht zu dolle, ne? Das reißt dir wieder was, Lonny. Du Schäfer, warum hast du so eine komische blaue Ader da auf der Stirn? Ja, muss man gemeinsam den Dreck schieben. Jo, warte, ich krieg hier gerade einen Anruf. Wie jetzt, vom Henning oder was? Also. Bam. Der Lonny kann halt, ne? Der Lonny ist halt Lonny the Man. Jetzt wird der Typ da einfach irgendwie so, Lonny kriegt einen Anruf von Henning Kubatz. Ist fertig. Fertig. Raus. Ist fertig. Ja, du, ich muss Mittag machen. So, geh mal raus aus dem Ding da hinten. Ich muss Mittag machen. Ja, aber kommen wir noch abschließen, den Step. Hol die Karre da raus. Hat dich der Henning angerufen? Ja, oder ja, was? Henning hat angerufen. Aus Thailand? Ja. Und er sagt, du sollst dich auch absetzen oder ja. Die Steuer oder was? Ja, ja. Hab dir gesagt, da ist Steuer drauf auf die Satanskohle. Ja gut, so. Dann machen wir das. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Mal. So. Auf Wiedersehen. Jo. Tschüss. Ciao.